Schauen wir doch mal, was gefeatured wird auf der Hauptseite. Das sind bestimmt coole Sachen. Da gefällt mir ich weiß nicht, ist das ein Faultier? Das finde ich schon mal lustig. Das schauen wir uns mal an. Das sieht nett aus. Warum nicht? Ha, sogar mit richtig schöner Intro-Sequenz. Ich glaube, wir sind wirklich ein dickes, niedliches Faultier. Pip! Oh oh. Ein Asteroiden-Edelstein. Lauf, Pip! Lauf! Ja, Katze, hallo. Super Speed, der Super Geschwindigkeitsrubin. Naja, das finde ich jetzt schon nett, das Spiel. Und jetzt wieder zum durchschnittlich schnellen Faultier. Man Chicken Turtle presents Pip Gamwalker. Play, let's get. Das ist jetzt schon einen ziemlich netten Stil und so. Cool aus, ist nett. Walk. Das kann ich schon mal. Look. Hey, das ist wie Captain Toad's Treasure Tracker oder so. Ah, man kann aber springen, also aber nur ein bisschen. Hey, das hat wirklich was von Captain Toad's Treasure Tracker. Und sieht nicht mal blöd aus. Also sieht nicht mal doof aus. Find two, that's the clue. Zwei finden, das ist der Hinweis. Hier sind zwei X'e. Ah ja. Aha. Und dann kann man an Wänden buddeln mit seinen Klauen. Das ist ja nett. Und wir sind jetzt quasi wirklich so normal schnell durch den Supergeschwindigkeitskristall. Ha, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich nett. Das ist wirklich, mich erinnert das sehr stark an Captain Toad's Treasure Tracker. Wenn es da noch coole Level gibt mit coolen Rätseln und so, diese X'e an der Wand finden und Kristalle ausbuddelmechanik ist auch nett. Das ist ein durch und durch echt cooles, nettes Spiel, denke ich. Du könntest ja mal nach Sidescroller-Shooter suchen. Das ist auch eine gute Idee, ja? Das machen wir danach. Jetzt mache ich hier mal noch ein, zwei Level, nur um zu sehen, wie sich das Spiel noch so entfaltet. Oh, Ding. Ich muss nur gerade eine SMS lesen. Ich schaue gerade den Stream und sieht cool aus, sagt sie. Oh, jetzt aber... Ah, das sind schon... Ah, schwierige Sprünge hier. Also da muss man sich erst darauf konditionieren, dass man X'er an der Wand suchen muss im Grunde in dem Spiel. Aber das ist eine coole Spielmechanik. Und... ein netter Protagonist auch. Finde ich cool. Nur, dass man extra eine Taste drücken muss, um Leitern hochzuklettern, finde ich unnötig. Dann noch vier. Hm. Ah, da oben steht gleich ein ganzer Block, den ich wahrscheinlich wegbuddeln kann.
Na dann, das machen wir jetzt noch. Das Level hier. Ah ja, da kann ich wirklich an jeder Seite buddeln. Dann haben wir jetzt alle. Da muss ich jetzt nur noch mal zum großen Kristall kommen. Ja, die Melon schreibt auch Toads Treasure Tracker. Und genau, an das muss ich auch denken. Nur mit einem super schnellen Faultier. Und dass man X sucht und Schätze ausbuddelt. Aber es ist schon sehr ein Toads Treasure Tracker. Aber warum nicht? Okay, ist auf jeden Fall echt cool. Das merke ich mir. Aber jetzt will ich erstmal noch ganz viel andere Sachen testen. Blade Runner. Ah, warte mal. Träume von... Ach so, das sind die Entwickler vom Spiel. Die haben quasi auch eigene Spiele gemacht. Das sieht ja nach 2D aus. Da starte ich mal kurz, nur was mich interessiert, ob das wirklich ein 2D-Spiel ist. Ob man auch wirklich 2D-Sprites bewegen kann oder ob es immer 3D-Figuren sein müssen. Nee, das bin ich. Ich kann den bewegen und der ist ein ziemlicher 2D-Sprite. Das ist cool. Schön, dass das geht. Das heißt, 2D-Jump'n'Run steht nichts im Weg. Ach, und da wechselt man sogar durch so Comic-Strips. Das ist ja auch nett. Ha. Cool. Oh, Vorsicht. Das hat gleich einen ganz eigenen Stil, das Spiel. Das ist cool. Warum schreibst du denn eigentlich nicht einfach im Chat... Merlin, das wäre irgendwie leichter. Ah, Hand mit dem Stift in dem, im Mund, du hast mich verraten. Na gut, das ist auch sehr cool. Okay, ein Shooter wollten wir, ein 2D-Shoot'em-up. Wie suche ich denn danach? Shooter, ich gebe mal Shooter ein. Da haben wir auf jeden Fall schon einen. Der hat nicht sehr viele Likes. Also ob der gut ist, weiß man nicht. Meteor Madness. Vielleicht ein Asteroid-Klon. Na, wenn das funktioniert, wäre es auch schon cool. Rütteve. A Race to Win. Ja, das sieht sehr retro aus. Play with Arcade Graphic. Aha, das würde ich gern sehen. Ah ja. Ja, das ist so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber nicht das, das wir suchen. Aber es hat nicht die gleiche Physik wie Asteroids für Atari. Es steuert sich viel direkter und einfacher. Es ist im Grunde ein Dual-Stick-Shooter. Ich schieße mit einem Stick, lenke ich in die Richtung, in der das Schiff schießt. Mit dem anderen Stick bewege ich einfach den... das Schiff. Sonst ist es eigentlich nichts. Power-Ups. Cool. Okay, finde ich gut. Aber nicht das, was wir suchen. Ah! Ah, hier kann ich mir, glaube ich, den Verlauf ansehen, weil... Oder die einzelnen Szenen hier. Ich weiß es auch. Auf jeden Fall cool. Laptop ist leer und am Handy müsste ich erst die App runterladen und Internet... Ah ja, das... Nee, verstehe ich. Das ist doof. Side-Scroll-Shooter. Hat zwar nur 6 Likes, aber muss ja nichts heißen. Vielleicht nur ganz neu und unbekannt. Okay, gibt's auf jeden Fall. Auch wenn der tatsächlich sehr... der minimalistisch ist. Und irgendwie werde ich hier von einem unsterblichen Tintenfisch gepreist. Nee, doch nicht unsterblich. Okay.
Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht der beste Shooter, nicht das beste Spiel, das wir hier gespielt haben. Aber ich bin mir sicher, dass da trotzdem auch etliche Stunden an Erstellungsarbeit reingeflossen sind. Ich gebe mal Sidescroller ein. Das ist halt das Problem, weil der halt nach Namen sucht und im Endeffekt... How to make 2D games easiest way. Ah ja, das habe ich sogar gespielt, heute schon. Hi Blackman Army, hallo. Und das war sogar ein sehr cooler 2D-Seiten-Side-Scroller-Shooter. Den spielen wir nochmal. Thanks for playing. Warte mal, den muss ich zurücksetzen. Irgendwie. Irgendwo. Oder? Geht jetzt einfach von vorn los. Fortfahren. Ah ja, okay. Es geht zwar ein bisschen sehr seltsam los, weil man spielt hier irgendwie so eine Gliederpuppe. Und so, ganz komisch. Und dann steht da irgendwas auf Japanisch oder so. Aber dann wird es ein echt cooler Side-Scroll-Shooter-Dingens. Könntest du ab und zu ein Video mit Empfehlungen aus Streams machen? Das stimmt, das könnte ich wirklich machen. Ich habe sogar wirklich schon was aufgenommen wegen diesem Fallout-Spiel. Weil mich das halt echt beeindruckt hat auch. Da werde ich auf jeden Fall ein Video dazu machen. Aber da könnte man wirklich öfter mal Dreams-Videos machen. Warum nicht? Erik, danke fürs Followen. Hi. Schön, dass du mit dabei bist. Fürs Subscriben. Irgendwie hat das Spiel kaum Sound. Das ist komisch. Aber es hat ein Power-Up-System und spielt sich sehr cool. Hat sogar noch eine super Waffe. Gleich kommt ein ziemlich cooler Boss. Alles, was man braucht, hat das Spiel. Ja, genau, wie so ein R-Type-Klon. Hi, gestafft, hallo. Man kann sich sogar umdrehen und dann nach hinten schießen. Ja, es ist komisch, weil eigentlich das ganze Spiel in eine Richtung verläuft. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wie gesagt, wie schon öfter gesagt, das Spiel ist ja noch super neu. Ganz viele Alpha-Demos und kleine Projekte sind da jetzt gerade noch in der Mache. Viele davon werden mit Sicherheit auch irgendwo halb in der Entwicklung stehen bleiben. Aber auch viele hoffentlich werden es bestimmt schaffen, in ein fortgeschritteneres Stadion. Ah, dammit. Theoretisch könnte man wahrscheinlich auch sowas Star Fox-artiges machen mit 3D-Flugzeugen, die nach vorne fliegen. Müsste man mal gucken. Warning. A huge battleship. Iron Fossil. Yeah. Jetzt wird's spannend. Ah, damit. Naja, auf jeden Fall fand ich das cool. Das macht doch wirklich Spaß. Das ist ziemlich gut eigentlich. Aber der Sound, fällt mir jetzt auf, ist sehr leise irgendwie, oder? Aber hier eigentlich ganz cool chassig. Eigentlich ist das wirklich cool, weil theoretisch, so wie das Spiel funktioniert, können sich dann zum Beispiel Leute, die cool sind und Musik machen, können dann mit dem Editor einfach sich darauf spezialisieren, Musikstücke zu erstellen und die einfach frei zur Verfügung stellen für alle anderen, damit die in ihren Spielen benutzen können. Und so kann man dann auch
sehr schnell oder sehr, sehr, sehr viel Arbeitszeit für andere sparen und sehr viel Qualität für andere Spiele hinzufügen. Bei diesem RPG, das wir vorher gespielt haben, mit den drei Klassen, da hieß es ja auch auf irgendeinem Schild, dass der Wald zum Beispiel von irgendwem anderen erstellt wurde. Und so, das ist schon ganz cool. Hallo, Felix. Ja, die Mütze ist sogar noch viel cooler, als du denkst. Die kann nämlich das da. Deswegen mag ich die. Die habe ich nur mal gesehen in einem Stream von Awesome Games Done Quick, schon öfter eigentlich, und habe mir gedacht, verdammt, das ist die beste Mütze im ganzen Universum. Und deswegen habe ich die jetzt auch. Das ist die ganze Geschichte. So, jetzt passt mal auf. Ich würde mal sagen, jetzt schaue ich mal im Trend. Oder wartet, die meisten Daumen. Schauen wir uns mal die Spiele mit den meisten Daumen an. Arztraum, ein Spiel. Okay, von mir wir aus. Wir präsentieren unser episches Abenteuer, Arztraum. Von Media Molecule komplett in Dreams erschienen. Ah, das ist... Nee, das will ich jetzt nicht machen. Das ist quasi... die Firma, die das Spiel gemacht hat, hat auch quasi so ein ganz langes Spiel gemacht, um so ein bisschen zu zeigen, was das Spiel kann. Aber da spielt man irgendwie mehrere Stunden dran und das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Dann spielen wir lieber Prometheus. Oder Prometheus, wie man es vielleicht wirklich ausspricht. Man weiß es nicht. Oh, ein Metroidvania wäre auch eine gute Idee. Das ist jetzt wieder ein First-Person-Shooter. Ja, hab mich jetzt Fallout 4 bis jetzt mehr beeindruckt. Aber hat zumindest ein interessantes eigenes Setting. Fallout 4 hat halt eher unglaublich gut das Original kopiert. Ja. Ich meine, ja. Ist was eigenes. Ist was Neues. Überall Hände. Oh, ich habe eine Schrotflinte. Oh, ich habe verschiedene Waffen. Oh, das ist gut. Das schauen wir uns vielleicht noch schnell an. Mein Gott, stirb doch. Hä? Hat's mich jetzt irgendwie wegteleportiert oder so? Ich bin nicht gestorben. Ah, ich glaube, ich bin gestorben. Na gut, okay. Ein Metroidvania, genau. Das wäre interessant. Die Frage ist halt immer, wie sucht man solche Spiele? Weil wenn die nicht Metroidvania im Titel haben, dann, und das haben viele nicht, Metroid. Auf jeden Fall haben wir hier schon Metroid Ability Test. Schauen wir uns mal den Metroid Ability Test an. Ich glaube, man könnte mit dem Editor höchstwahrscheinlich ein vollwertiges Metroidvania relativ leicht erstellen. Also relativ leicht weiß ich nicht, aber grundsätzlich würde das gehen, glaube ich. Aber bis jetzt gibt es die halt, glaube ich, einfach noch nicht. Und das ist eben genau das, was ich vorher meinte. Grundsätzlich ist nämlich sehr viel möglich und grundsätzlich können sehr viele coole Sachen entstehen. Aber das geht nur, wenn das Spiel lange genug lebt, wenn die Community lange genug aktiv ist. Sonst werden aus diesen ganzen Projekten, die wir hier sehen, halt einfach keine fertigen Spiele mehr. Das wäre schade drum. Okay, aber grundsätzlich sieht man hier schon, die Morphball-Mechanik funktioniert. Man kann schießen und rumlaufen. Alles noch sehr unfein geschliffen und so. Aber das darf man halt auch nur als Alpha verstehen bei ganz vielen Spielen. Im Grunde. Ups.
Ah, komm schon, das kriegen wir hin. Okay, es geht auch so. Na dann. Aber das ist so, das ist eigentlich ziemlich doof, dass das so 2.5D ist für einen Sidescroller. In R-Kreis und im... dann kann ich boosten, ich verstehe. Ja genau, aber gut, ist ja nur ein Ability-Test. Also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich noch keine richtigen Metroidvanias dann gibt, aber immerhin gibt es schon so Tests. Metroid Zone 1.4 Teaser. Schauen wir mal, ob das von der Steuerung her sinnvoller gemacht ist. Ob das wirklich 2D ist. A Early Pre-Alpha Version. Okay, gut zu wissen. Ich glaube, das ist von dem gleichen wahrscheinlich, ne? Die Türen sehen genauso aus. Warum sieht die Chozo-Statue aus wie ein Ägypter? Environment will be drastically improved upon release. Okay. Ach so, ich glaube, das ist nur ein Video. Das ist nur eine Videodemo von dem, was der bis jetzt gebastelt hat. Okay. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den Home-Knopf versehentlich gedrückt. Das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Oh ja, Probotector bzw. Contra. Ja, sowas wäre cool. Man bräuchte wirklich eine bessere Möglichkeit, um gezielt nach Genre zu suchen. Weil man kann schon... Ups. Hier gibt es schon einige Filteroptionen, einige Tags, aber die sind teilweise sehr seltsam und ungenau. So wie Bett. Warum kann ich nach Spielen mit Bett suchen? Aber irgendwie JRPG gibt es nicht. Doch, ich glaube JRPG gibt es sogar. Aber es ist schon komisch. Zug. Wind, Western, Wasser, Weiß, Welt, Violett. Ich hätte halt gern einfach nur 2D Sidescroll Shoot'em Up oder sowas. Das würde mir mehr helfen wie Tanz und Stillleben und Stein. Ja. Puppe, Raum, R&B, Punk, Planet, niedliche Party. Oh Gott, bin ich nur nicht so müde, wäre schon leider. Würde ich da gern noch viel länger rumexperimentieren jetzt heute. Run and Gun, ja. Aber mit der Suchfunktion leider irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Oder es gibt einfach noch keine wahrscheinlich. Ich mach mal irgendwas mit Raumschiffen. Alien. Derelict. Beach. Krass aus. Sieht gut aus auf jeden Fall. The dream's creation you're about to experience contains scary scenes, flashing lights and intense sound. Don't play this game if you're sensitive to... Naja, also wenn ihr epileptisch anfällig seid, dann das Spiel ihr dann jetzt nicht zuschauen. Ich werde auch nicht lange spielen, glaube ich. Das ist mir jetzt viel zu gruselig dann, wenn das so ist. Aber mal kurz reinschauen, ob das zumindest dann optisch beeindruckend ist.
Der Planet hat oben am Rand schon mal einen komischen Wubbel irgendwie. Muss der größte Berg im Universum sein. El Bundy. Achso, nee. Er liegt so gerne auf dem Tablet, der kleine Kater neben mir da. Das Tablet ist halt einfach am gemütlichsten. Da schauen wir uns das Spiel mal an. Ich bin bereit. Ich bin bereit, erschrocken zu werden. Motion Tracker. Sprinten. Oh, das ist schon mal schön gemacht, der Motion Tracker, wie im Film. Das sieht aber schon gut aus mit den Lichtverhältnissen und so. Ja, da. Da schaut der Kater. Erinnert schon natürlich auch stark an Alien Isolation. Aber ist eh klar. War nicht irgendwo eine Sprint-Taste? Kann ich die Spinde durchsuchen? Vater, ich sehe leider nichts auf dem Bildschirm. Muss bitte mal weggehen. Nee, irgendwie glaube ich nicht. Das grüne Leuchten. Normalerweise bedeutet so grünes Licht in Videospielen immer, hier kannst du interagieren, hier kannst du looten. In dem Fall scheinbar nicht, oder ich weiß nicht wie. Ich möchte jetzt mindestens einmal von dem Alien gefressen werden. No, it's not Alien Isolation, because that's Mr. Cam Cam, the alien man you're talking about there, Mr. Astro Water. This is not Cam Cam, the alien man. Cam Cam, the alien man. Stecke ich hier irgendwie fest, glaube ich. No, it's not Alien Isolation, because that's Mr. Cam Cam, the alien man you're talking about there, Mr. Astro Water. This is not Cam Cam the alien man. Cam Cam the alien man, indeed. Oh, eine tote Gliederpuppe. Oh my God. Aber keine Bewegung auf meinem Bewegungssensor. Ich glaube, mein Bewegungssensor ist kaputt. Kann ich einen neuen haben? Gotta keep moving. Aber schön, auch so geskriptete Szenen sind also anscheinend ohne weiteres möglich. Wie das gerade. Ah, ich habe die Laufentaste gefunden. Sehr gut. Ha, ich kann das Spiel austricksen, sodass man sieht, dass man keine Ellbogen hat. Cool. Okay. Oh oh. Oh oh. Jetzt ist es weg. Na komm schon, Alien. Friss mich! Ich bin bereit. Maintenance panel. Okay. Should be able to hack this. Be able to hack this, aber wie denn? Hallo, Latris. Uh-oh. Ja, leider. Ich wollte heute eigentlich bis 12 Uhr nachts machen. Aber ich bin leider echt schon ziemlich müde. Ich glaube, ich halte es nicht so lange durch. Die Stunde holen wir dann ein andermal nach. Aber... ja. Ich glaube, das ist ein sehr stark gescriptetes Spiel hier. Anscheinend. Ich glaube, der Bewegungssensor funktioniert auch gar nicht wirklich. Der zeigt nur was an, wenn er was anzeigen soll, quasi. You're kidding me. Warning.
hull breach and test it. Aber auch wieder sehr viel eingesprochene Sprachsamples. Thank you for playing. Oh, war ich kurz. Aber okay. Special thanks to the Dreams Community for making all these wonderful assets. Ja, genau das meine ich. Das ist eben das Coole und das hat auch Potenzial, dass wirklich alle Assets aus allen Spielen, außer der Creator sagt ausdrücklich, dass er das nicht will, von allen anderen benutzt werden können. So dass da einfach automatisch eine riesige Bibliothek an allem entsteht. Und irgendwie so Dekorationen und Bücherregale und Möbel und ganze Häuser und so die Hintergründe, das, was man halt so braucht für sein Spiel, findet man halt einfach bald schon wahrscheinlich einfach überall. Einfach so.